Frequent Traveler TV Vorschau heute am, was haben wir denn heute? Heute haben wir Dienstag, den 25. Juli, und zwar haben wir heute viele Themen für euch wieder frisch gepresst vorbereitet, aber als erstes nochmal der Hinweis, 16.8. haben wir Stammtisch in Frankfurt, da gehen wir hoch auf den Frankfurt oder Radio Frankfurt Tower, so heißt es richtig, 100 Meter über Frankfurt und die Aussicht genießen. Und wir haben noch in München einen Stammtisch im November, der ist leider ausverkauft, aber wir haben im August am 28., wenn ich richtig im Kopf habe, auch einen Stammtisch in Berlin. Da haben die Business Class Kanalmitglieder abgestimmt, so wie ich es gesehen habe. Wir werden eine neue Location ausprobieren. Wenn ihr euch anmelden wollt, schickt mir eine Nachricht, ich schicke euch den Link. Es gibt wie immer das erste Getränk kostenfrei und natürlich Snacks dazu. Und bei dem Frankfurter Event gibt es oben von Radio Frankfurt gesponsert Wein. Ja, jetzt lasst uns eintauchen in die Themen von heute, die wir frisch gepresst haben. Einmal British Airways gibt ihren Passagieren ein Teil KFC. Chicken, ja. Ihr kennt das ja aus der Bucket. Was da los war auf dem Langstreckenflug, eben, es ist kein Kurzstreckenflug, ein Langstreckenflug, heute in der Sendung. Frage des Tages, wie findet ihr die KFC-Lösung? Hätte British Airways den Flug vielleicht sogar absagen müssen? Dann haben wir viele Naturkatastrophen in der Form, wir hatten ja das auf Rhodos, jetzt ist es in Palermo. Da ist der Flughafen auch wegen Waldbrand gesperrt. Schauen wir mal, ob das von Menschenhand gemacht war, in der Form, dass da wieder jemand irgendwie seine Ziggy weggeworfen hat. Also auch unglaublich, was da passiert. 25% am Boden, weil Ersatzteile fehlen. Auch ein unglücklicher Zustand. Delta 767-300, schwer beschädigt durch Hagel. Krasse Bilder, heute auch in der Sendung. Also, denkt dran, heute den Kanal nicht nur zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, sondern auch heute um 19 Uhr live dabei zu sein bei Frequent Traveler TV, wenn wir uns ja mit den frisch gepressten Themen beschäftigen. Ja, Visum kommt auch, ich suche noch einen. Also, bis nachher. Ciao, freue mich.